In diesem Video geht es um Neuerungen, die mit der Sophistic-Version 2023 in der Erdbebenbemessung veröffentlicht wurden. Im Rahmen dieser Tutorial-Serie ein Update zum Teil 4 der Eingabewerte zur Berechnung hieß. Wir reden also über den Task Erdbeben RSA Reloaded. So sieht das Eingabefenster jetzt aus, im Wesentlichen gleich geblieben. Es gibt ein paar Änderungen. Hier oben steht jetzt Basisnummer des Ergebnis Lastfalls. Dort stand bisher Lastfallnummer für die Eingabewerte. Wenn wir hier die Maus draufstehen lassen, bekommen wir den Tool-Tipp-Text. Also es ist jetzt so, dass man eine Tausenderzahl vorgibt und dann sind die 100er bis 400er Nummern mit den Lastfallergebnissen der Response-Spektrum-Analyse belegt und die 500er bis 900er Zahlen stehen frei für die Eigenwerte. Dann sind hier unten neue Methoden hinzugekommen bzw. ergänzt worden. Bisher hatten wir ja hier die SRSS-Methode und die Newmark-Methode zur Auswahl. Das ist jetzt erweitert worden hier um SRSE bzw. die Newmark-Methode extrem, was nichts anderes heißt, als dass neben dem Zielergebnis auch die zugehörigen Werte extremisiert werden und das Vorzeichen erhalten bleibt. Ich lasse das jetzt hier mal auf die oder stelle es mal auf die Newmark-Methode ein, weil da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Gehen wir zum Kartenreiter Antwort Spektrum. Da haben wir eine wesentliche Änderung. Zum einen wurden hier die Abkürzungen etwas ausführlicher dargestellt, aber wir sehen vor allem jetzt hier zur Auswahl die DIN EN 1998, Nationaler Anhang 2021. Das war ja bisher gar nicht enthalten und dementsprechend tauchen jetzt hier, wenn man das auswählt, auch diese aktuellen Bodenklassen auf und wir sehen entsprechend der aktuellen Norm hier auch den Wert für die Spektralbeschleunigung, die eingetragen werden kann. Und das ersetzt entsprechend das Feld, das bisherige Feld für die Erdbebenzonen. Eine wesentliche Änderung hat sich hier auf dem Kartenreiter der Ergebnisse ergeben. Zum einen haben wir hier oben eine deutlich größere Auswahlmöglichkeit der Kombinationsmethode der modalen Antworten. Bisher zur Verfügung stand ja hier CQC, SRSS und ja, die Summe der Absolutwerte, jetzt hier mit ABS, ABS bezeichnet, das hieß früher Summ. Hier sind also eine ganze Reihe von weiteren Methoden hinzugekommen. An dieser Stelle hier oben stand früher die Basisnummer des Ergebnis Lastfalls. Das, wie gesagt, ist jetzt nach hier vorne gewandert und ja, wie beschrieben, verändert worden. Und dafür wurde hier jetzt Platz für eine Eingabe, wenn Sie nach der ROS-Methode oder ROS-Methode mit Extremwerten sich entscheiden. Ganz neu gibt es jetzt hier die Möglichkeit der Ergebnisnachverfolgung, das sogenannte Tracing. Das ermöglicht uns Werte, die im WinGraph dargestellt werden, viel besser nachzuvollziehen. Hier habe ich zum Beispiel ein Häkchen gesetzt bei SLVL, das ist Story Level, also Stockwerks. Kraft PX und an dieser Stelle besteht jetzt die Möglichkeit, ein Geschoss
einzugeben, zum Beispiel das Level 3. Ich bestätige das mal und dann schauen wir uns an, was da passiert. Zunächst lasse ich diesen Task einmal rechnen. Und auch hier werden wir jetzt eine wesentliche Neuerung schon sehen, wenn er jetzt hier den nächsten Schritt geht. Das hier war noch bisher das Gleiche. An dieser Stelle hier taucht jetzt auch das Modul FEA Bench auf. Das ist ein neues Rechenmodul, das Ihnen zur Verfügung steht, wenn Sie neben dem mindestens 3D FEM Premium Paket auch mindestens das Basis-Dynamik-Modul haben und sich im Sophistic-Lizenzmodell seit dem 01.01.2019 befinden. Dieses FEA Bench Modul liefert die Eigenwerte und Antwortspektrum Analyse im Erdbeben Task RSA Reloaded seit der Version Sophistic 2023. Werfen wir jetzt also mal hier einen Blick in den WinGraph und hier zum Beispiel dargestellt habe ich jetzt die gesamte Schubkraft in X-Richtung und in rosa auf dem zweiten Layer habe ich mir die Nummern der Level der Geschosse hinterlegt. Und hier sehen wir jetzt beispielsweise Gesamtschubkraft in X-Richtung in einem Lastfall 8131. Und hier sehen wir auch, was dahinter steckt, x plus EAY und y plus EAX. Jetzt blende ich nochmal hier diese Übersicht ein. Wir sehen also einen Lastfall, wo es um die x-Richtung geht mit der zufälligen Extensizität in y-Richtung und andersrum. Und ich hatte hier ja jetzt extra die Newmark-Methode eingestellt, weil das ja bedeutet, dass zusätzlich zu dieser, in dem Fall X-Richtung plus der zufälligen Exzentrizität auch nochmal ein gewisser Anteil, in dem Fall 30% der anderen Richtung, also in dem Fall der Y-Richtung, dazu addiert wird. Ja, und das nachzuvollziehen für ein beliebiges Level, also hier zum Beispiel Level 3, diese 4766,7 kN, das war im Detail bisher nicht möglich. Und dafür gibt es jetzt dieses Tracing. Jetzt schließe ich das hier nochmal und rufe das Ergebnis auf. Hier sind wir und da können wir jetzt genau nachvollziehen. Wenn ich immer scrolle, wir sehen also hier wieder die Eingabewerte, X- und Y-Richtung mit den zufälligen Ausmitten. Wir sehen hier, jetzt nehme ich den Screenshot mal dazu, wir sehen hier also die Basisebene. Level 1 4769,6, das ist da unten. Und wenn wir jetzt hier weiterschauen, kommt eben genau dieses Tracing, diese Ergebnisverfolgung. Und ich hatte ja gesagt, hätte das gerne für Level 3 in X-Richtung. Hier habe ich jetzt nochmal das eingeblendet. Es geht also um diese Zahl. Und die kann man jetzt wirklich sehr genau nachvollziehen. Wir haben also die X-Richtung, die natürlich maßgebend ist. Wir haben aber auch einen Y-Anteil hier mit 5,0. Und weil es die Newmark-Methode ist, wird diese Y-Richtung, diese 5,0 kN eben mit 0,3 multipliziert. Das sind die 1,5 und die werden zu den 4765,2 dazu addiert. Und so sehen wir auch die 4766,7 jetzt nachvollziehbar. Also das ist eine
sehr schöne Möglichkeit, wenn man wissen will, wie setzen sich Ergebnisse zusammen. Last not least habe ich hier auch noch mal die Eigenfrequenzen, und da sehen wir jetzt also auch, die heißen jetzt eben 8501, 502 und so weiter, entsprechend der neuen Nummerierung, die wir ganz am Anfang gesehen hatten. Gut, das als Überblick zu den Neuigkeiten. Wenn es wieder weitere Neuigkeiten gibt, werde ich das in weiteren Update-Videos zusammenfassen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.